So, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lito. Ich zeige euch heute Star Wars The Old Republic, das MMO. Ich habe auch einen Co-Moderator, der sich kurz einmal selber vorstellen darf. Ja, hi. Hutzel werde ich hier so genannt. Ich werde den guten Herrn hier unterstützen, so gut es mir möglich ist. Gut, also ich habe mir einen Sith-Krieger erstellt. Die Charakterschaffung habe ich mal übersprungen, da es davon schon genug gibt. Ja, schön, irgendwie nicht. So, die dürfen sich auch verziehen. Da bist du ja endlich. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Ich bin Aufseher Tremel. Seit Jahrzehnten beaufsichtige ich nun schon die Prüfungen, um festzustellen, wer des Sith-Ordens würdig ist und wer nicht. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden oder sterben. Merkt euch meine Worte. Ich bin zum Sith bestimmt. Deine Bestimmung hat dich sicher nicht so weit gebracht. Du bist nur meinetwegen frühzeitig hier. Ich verlange, dass du mir Gehorsam leistest. Du wirst dich den Prüfungen stellen und mir dienen. Dafür mache ich dich zum mächtigsten Akolyten hier. Warum bin ich bloß so skeptisch? Misstrauen ist gut, aber du solltest wissen, wer auf deiner Seite steht. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind bei weitem nicht die größte Gefahr für dich. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. Soll er es ruhig versuchen? Ich werde ihn vernichten. Unter meiner Führung wirst du eines Tages all deine Feinde vernichten können. Das Übungsschwert, mit dem du hier angereist bist, ist unzureichend. Die Klinge eines unbedeutenden Akolyten. Du brauchst eine dominante Waffe. In Adjunta Pauls Grab gibt es eine alte Waffenkammer. Dort wirst du eine starke Sith-Kriegsklinge finden. In dem Grab wimmelt es von Chlorschnecken. Tödliche, bösartige Kreaturen. Du musst schnell und vorsichtig sein. Sie waren das Ende vieler Akolyten. Dann habe ich also etwas mit den Schnecken gemeinsam. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut tränken. Such mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. So, da haben wir auch sofort unseren nächsten Auftrag bekommen von dem lieben Tremel. Viel zu lieb, meiner Meinung nach. Wir sind schließlich das Imperium. Ist der Hutzel denn auch schon hier? Hier, ja. Schau mich hier gerade um. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo der Krieger genau rauskommt. Auf der anderen Seite des Hexers. So, wie man sieht, kann man sich einfach hier bewegen. Ganz simpel. Ich hole mir hier mal den Kontrollpunkt. Dann kann man hier wieder hin fliegen. Ich glaube, da ist gerade etwas untergesprungen. Ah. Das ist aber ein Sith-Krieger, der nichts gehört. Man sieht auch hier, ich habe schon ein paar Sachen von der Collector's Edition bekommen, da ich die Collector's Edition besitze. Naheliegend. Ah, eine Twi'lek. Ja. Denk mal, dass du das bist. Das bin ich, richtig. Gedacht, so. Dein Krieger braucht bestimmt noch eine kleine Twi'lek-Sklavin, die ihn versorgt, heilt und ja, dafür sorgt, dass er nicht aufgeht. So muss das. Fürsorglich wie eh und je. Du bist auch gerade erst angefangen, richtig? Ja. Ja, ich habe mich hier nur umgeguckt bisher. So, ich werde mal Voreinstellungen von einem meiner anderen Charaktere übernehmen. Jetzt sieht das Menü ein bisschen anders aus. Aber so kann ich leichter und schneller auf meine Sachen hier zugreifen, zum Beispiel meine Fähigkeiten. Später werde ich viel mehr Sachen dazu lernen. Jetzt rennt man zum Beispiel schneller, wie man sieht. Ja, und am Anfang müssen wir hier eigentlich nur die Chlorschnecken töten. Ja, da unten sind aber keine mehr, oder? Hier kommen ja noch welche. Dieses Dungeon ist ja ein bisschen größer. Zählen die auch für den Bonus?
Ich sehe gerade, ich habe noch mein Vermächtnis offen. Mein Vermächtnis heißt Gabben, wie man sieht. Also nicht dran stören. Er heißt Daimon, ist das richtig? Daimon ist richtig, aber falsch. Also, sollte nicht in ihrem Namen stehen. Ja, man kann, ich kann das ja einmal zeigen, man kann also einmal sein Vermächtnis als Nachname haben oder, wenn man lustig ist, kann man unter Einstellungen gehen, sozial, Vermächtnis anzeigen, ja, wollen wir ja, und dann Vermächtnis als Titel zum Beispiel machen oder ganz ausschalten, dann sieht das zum Beispiel so aus, wie bei ihm jetzt auch. Hier mit, so, wir wollen mal hier mit dem Sergeant reden. Redest du mit? Ja. Man kann bei Star Wars Doppeldialoge führen. Jetzt sind wir mal kurz ruhig. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Kormun, 5. Infanteriekommando, Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Sprecht, Sergeant. Danke sehr. Ihr wart unter den Sklaven, die Harkun beim letzten Transport mitgebracht hat, richtig? Wollt ihr euch den blutrünstigen Aufsehern beweisen? Können wir aufhören, mit diesem Imperialen zu sprechen? Entschuldigt, wenn ich euch beleidigt habe. Ich dachte, ihr wüsstet es zu schätzen, wenn ihr die Gelegenheit hättet, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehlige hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf. Ich habe 3 Trupps guter Männer bei dem Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Der Tod ist nur das letzte Versagen der Schwachen. Ja, aber die Mission droht zu scheitern. Mehr Männer reinzuschicken ist nicht die Lösung. Die verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Das tangiert mich einfach überhaupt nicht. Ich weiß, aber wir schaffen es nicht ohne euch. Ihr habt einen taktischen Vorteil, den meine Soldaten nicht haben. Die Macht. Das macht euch wertvoller als ein Dutzend normaler Männer. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Auch schlauer als er, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Aber ich muss auch sagen, dein Charakter hat eine sehr gewählte Ausdrucksweise. So, das tangiert mich peripher-like. Sind halt Inquisitor, ne? Wir gehen ja auch direkt in den ersten Kampf. Wie man sieht, ist das ganz einfach. Man drückt zum Beispiel die 1 und haut drauf. Dann kann man hier auch looten. Ich verliere immer noch Leben. Meine Rüstung ist reduziert, schade. Ja. Wo ich vorhin stehen geblieben war, es gibt die Doppeldialog-Option. Das heißt, ich kann mit der Miori in einigen Dialogen zusammen antworten. Dann wird einfach gewürfelt, wer die Antwort geben darf. Jetzt hänge ich gerade fest. Gut, dann töten wir mal hier unten noch die Knorrschnecken. Man hat hier als Krieger baue ich Zorn bzw. Wut auf mit jedem Angriff und wenn das hoch genug ist, kann ich hier zum Beispiel so einen starken Angriff machen. Miori baut wiederum Macht, glaube ich, ab, da sie Hexerin ist. Wird. Noch ist sie nur Inquisitorin. Oder wird. Wir sollen ein bisschen weggehen hier. Das ganze stylisch explodiert. Ich bin noch nicht Level up, so wie Mio. Wie ist die mir leicht voraus? Weiß gar nicht, wie gut. Wir schnetzeln uns hier durch die Chlorschnecken. Bam. Ja, ich glaube, mit Abschluss meiner Mission auf Korriban bekomme ich dann auch endlich mein Lichtschwert. Müsste, glaube ich, der Abschluss sein, ne? Ja. Ja, solange müssen wir uns mit diesen hässlichen Vibro-Klingen hier begnügen. So, können wir das Gespräch anfangen?
Ich habe die Explosionen gehört, als ihr die Sprengsätze gezündet habt. Hervorragend! So, das war's schon. Wir kriegen dafür jetzt ein paar Stiefel und ein Level Up. Wunderschön, die Stiefel rüsten wir auch sofort aus, weil die besser sind als die, die wir natürlich haben. Wir haben nämlich ein Standard-Equip. Und ich kann jetzt hier zu diesem Ausbilder gehen und Machtvorstoß lernen. Für 10 Credits. Merkt euch, Frieden gibt es nicht. Jetzt besitze ich ganze 5 Credits. Yay! Gut, was haben wir noch für Quests offen? Da vorne liegt ein Quest und dann soll ich die Waffenkammer noch erkunden. Ja, wir töten einmal hier die Kloschnecken. Machtvorstoß und... Tot. Ha, rat mal, wer jetzt blitzeln kann. Xaris. Die auch. Aber die hier kann es demnächst besser. So, dann springen wir. Hauen ihm wieder eine. Ah, wunderschön. Also du machst auf Fernkampf und Heilen, oder wie? Hauptsächlich Heilen dann, aber ja. Als Hexer ist man ja Fernkämpfer. Also ich werde dann zukünftig ein Juggernaut spielen. Das sind die Tanks der Sith-Krieger. Sag ich, glaube ich, jetzt so richtig. Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Bis jetzt stimmt's. Also sie können tanken. Je nachdem, wie man sie ausbildet. Also was man halt dann skillt, ne? Der Hutzel, der spielt übrigens ein bisschen länger als ich schon. So, ein halbes Leben lang. So halb länger, also ich habe viel früher angefangen, aber zwischendrin auch eine sehr lange Pause gehabt. So, wir müssen jetzt hier nach rechts. Ach, ich sehe gar nichts auf der kleinen Karte. So, jetzt. Greifen wir die an, weil die stehen uns wieder im Weg. Zack, ist die auch weg und der ist auch. Da haben wir schon die Zusatzquest. Ja, wollen wir die noch... Was? Oh, nee. Ja, passt schon. Ja, ich habe mich verzählt. So, da vorne ist eine Sith-Krieger-Phase. Da können eigentlich nur Sith-Krieger rein oder Leute, die mit mir in einer Gruppe sind. Und da sind die Sith-Inquisitoren. Das ist für die Miori halt. Hast du das schon eingestellt? Mussten wir gar nicht, weil du Sith-Inquisitor bist und ich Krieger. Nein, dass ich in deine Phasen mit rein kann, meine ich. Ja, ja, ich bin Krieger und du bist Inquisitor. Kannst sowieso da rein. Komm. Nein, kann ich nicht. Du, oh, jetzt kann ich. Siehst du? Ich habe nichts. Ja, aber man muss das jedes Mal wieder einstellen, oder? Nee, das musst du nur einstellen, wenn du die gleiche Klasse spielst. Also wenn man die gleiche Klasse spielt, wenn sie auch Krieger spielen würde, dabei ist egal welche Spezialisierung, müsste sie, beziehungsweise er, erst von mir die Erlaubnis kriegen, dass sie mit rein darf. Da krieg ich das erste Mal ein mega beschissenes Schwert. Eindeutig besser als dein Hals. Das mag sein. Wir werden das auch jetzt schnell ausrüsten, bevor der Kampf gleich losgeht. So, einmal anlegen und damit habe ich das Schwert jetzt. So, weil jetzt gleich geht ein Kampf los. Ja, das kenne ich leider schon. Wie man sieht, wird hier beschossen von den alten Kriegen. Da kommt noch mehr. Machtvorstoß funktioniert leider noch nicht. War's da schon? Davon ist noch Loot. Mir wurde zugejubelt, sehe ich gerade im Chat. Ja, für dein Chat. Wir sind auf einem Rollenspiel-Server, das heißt, wir werden später eventuell auch Rollenspiel betreiben. Was wir ja schon teilweise in dem Sinne tun, dass ich ja noch eine Twi'lek-Sklavin habe. Was tust du noch? Insider-Wissen nenne ich das jetzt mal ganz liebevoll. So, hier sind die letzten beiden. Wie schön, dass ein Machtblitz genau reicht. Das Vermächtnis übrigens bekommt man eigentlich erst mit Level 30, 32 rum, also Kapitel 2 eigentlich. Aber, da ich natürlich schon ein bisschen vorgespielt habe, um nicht hier total wie ein Bekloppter rumlaufen zu müssen, habe ich natürlich schon einen Char, der sowas hat. So, jetzt wird gleich wieder geredet, da müssen wir dann leise sein wieder. Ja, das ist jetzt mein Quest-Bereich hier. Das wollen wir uns ja auch anhören. Ah, ein fremdartiger Akolyt.
Ungewöhnlich, aber nicht unerwartet. Die Sith behandeln dein Volk nicht gut. Aber das wird eher von Vorteil sein, denke ich. Du bist hier für deine Prüfung, ja? Du sollst die Geheimnisse der Sith von einem alten Tattergreis in einem Grab lernen. Und dann hoffentlich mit einem Zeichen meiner Zustimmung zu deinem Aufseher zurückkehren. Ja, mein Lord, das stimmt. Natürlich tut es das. Ich weiß, wie die Dinge an der Oberfläche ablaufen. Doch bevor ich meine Entscheidung treffe, musst du eine Blutsprüfung bestehen. Wenn du überlebst, werde ich dich lehren, was ich weiß. Ich finde ja, die sehen alle sehr sympathisch aus. Ja. Und sie sind weicher, ja. Ich bin ja nicht damit rechnen, dass ich mir Verstärkung mitbringe. Muss man immer von ausgehen, wie Sis sind hinterhältig. Obwohl, ich bin ja eigentlich nur Sis. Ich Sis bin hinterhältig. Übrigens, ich glaube, ich werde insgesamt die Folgen nennen, vom Schüler zum geliebten dunklen Lord. Aber du bist doch schon dunkler Lord mit einem anderen Charakter. Ja, ich werde noch ein dunkler Lord machen. Diese ehemaligen Akolyten wollten nur eine zweite Chance auf Rom, indem sie dich töten und deinen Platz einnehmen. Aber dein Verlangen war stärker und du hast deinen Sieg mit ihrem Blut versüßt. Gut gemacht. Doch noch bist du kein Sith. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht erlange ich den Sieg. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. So lautet der Kodex der Sith. Behalte ihn im Herzen und du wirst die Stärke haben, alle deine Gegner zu vernichten. Verstehst du? Aber ja, es ist meine Bestimmung, ein Sith zu werden. Gut. Dann geh. Geh zurück zu Harkon und vermehre deinen Hass auf ihn. Benutze deine Angst vor ihm, um stärker zu werden. Vielleicht hebt er seine Faust, um zuzuschlagen. Doch es ist Lord Zash, die bestimmt, wen der Schlag trifft. Ich frage mich nur, wer Zash kontrolliert. Wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, wirst du mehr Macht haben als deine beiden Meister. Geh jetzt. Ich muss ruhen. Ich frage mich ja, wer ihm das Essen bringt hier. Weil zur Oberwelt hat er irgendwie ja gar keinen Draht mehr. Die wir gerade erschlagen haben, nehme ich an. Dann wird er ab jetzt elendig verhungern. Oder es kommen irgendwelche neuen gescheiterten Schüler, die sich eine zweite Chance erhoffen und deswegen ihm Essen bringen. Die hatten auch alle Reaktionspakete übrigens bei, ne? Wenn man guckt, was wir gerade geplündert haben. Gucken wir mal. Weißt du, wer also ihm das Essen brachte? Eine Kristallscherbe, Speicherplatte, Rationspakete, stimmt. Tja, alter Mann, gibt kein Essen mehr. Haben wir ihm weggenommen. Wie gemein. Wir nehmen alten Männern das Essen weg. Irgendwie. Aber wir sind Cis, wir dürfen sowas. Das ging schon. Muss ich ja doch wieder böse spielen, ne? Natürlich, wir sind Cis. Ich bin ja echt noch am Verzweifeln. Leute sollten mich dafür, werden mich dafür hassen, aber. Was denn? Denn die böse Geschichte schon so weit? Die gute Geschichte wird nicht viel anders sein. Wir müssen nur ein paar mehr Leute am Leben lassen. Wahrscheinlich. Wir müssen übrigens noch diese Artefakte beschaffen, die sind hier unten. Ja. Also ich zum Beispiel habe mit einem anderen Charakter viele böse Entscheidungen getroffen und ich muss sagen, das war irgendwie lustiger.
Eigentlich politisch hätte ich ganz korrekt, dass ich sowas sage, aber es war witziger. In dem Spiel schon. Aber. Nein, real natürlich auch. Die ganze Zeit mit meinen Arbeitskollegen und so. Natürliche Auslese nennt man sowas doch, oder nicht? Ja, im weitesten Sinne. Ah, das sind über Gegner. Wir werden erstmal den da in der Mitte gleich töten. Und jetzt. Hopp. Du kannst ja schon mal weiter die Truhen öffnen. Ach, ich muss selber auch nochmal die Truhe. Ah, wir müssen jeder für uns sammeln. Jetzt. Oh. Spring aus dem ersten hast du gar nicht mitgenommen hier, oder was? Doch, doch, doch. Ich nehme die ganze Zeit mit, aber du musst auch mitnehmen. Jetzt habe so, ich das muss jeder einzeln machen. Ja, genau. So, jetzt habe ich auch das Artefakt. Wunderbärchen! Also ich denke, wir werden die böse Story am besten wieder spielen, da deine Entscheidungen ja auf mich sich auch mit auswirken. Wäre das nein. Schon cool. Doch, nicht es, wirklich. Gibt, es gibt einen Bereich, Black Talent, Hust, wo sich das auswirkt, wenn du höher würfelst als ich und eine gute Antwort gibst. Ja, aber du kriegst trotzdem deine guten Punkte. Ja, aber das ist ein anderes Spielerlebnis. Das ist ja gut. Für die Leute, die... Guter Sith-Hexer geht nicht. Inquisitor vor allem. Ja, wenn sie dann Maxer ist, dann erst recht nicht. So. Moment. Und 3 ist wieder bereit. Das ist übrigens der ganz spannende Part. Prügel dich durch ganz viele Grabräuber aus dem Grab raus. Der wichtigste Teil auf Korriban überhaupt. Dann lass doch prügeln, umgeh die Leute nicht. Du bist hier der Krieger. Ich dachte, du willst hier schnell durch. Ja, so ein bisschen Erfahrung muss man ja auch sammeln. Ich möchte ja nicht mit Stufe 12 dann auf Balmorra stehen und verzweifeln. Kennen wir ja nicht irgendwoher, ne? Ich sehe aber gerade auch, meine Wut ist extrem hoch. Ich könnte die ganze Zeit schwere Attacken machen. Zack, Rationspaket wieder geklaut. Ich glaube auch, die Räuber hier haben dem ein bisschen was zu essen da gelassen. Hier sind ja auch genug Räuber, ich wollte gerade sagen. Eigentlich muss der nur hier hingehen und mal einen Räuber umbringen, dann hat er doch was zu essen. Ja. Obwohl ich mich frage, was die Grabräuber so lange suchen. Also irgendwann muss das Grab auch mal leer sein, oder? So, ja, herzlich willkommen auf der Akademie. Aber dem berühmten Blick nach oben. Ich denke, wir werden noch kurz 2 Quests abgeben und dann müssen wir auch schon einmal einen kleinen Break machen. Ich denke, wir werden das Quest hier noch abgeben und dann einen Break machen. Ist aber. Vergiss den Punkt da nicht. Ja, yeah, mach ich gleich. Wir wollen erstmal kurz das Quest abgeben. So. Ich habe mich um euer Problem mit den Plünderern im Grab gekümmert. Ah, dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Sind wir jetzt fertig? Jawohl. So, das war schon. 2 Sachen bekommen. Super. So, ich würde erstmal sagen, wir machen einen kleinen Break. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Mein Name ist Lito. Mit dabei war... Hutze. Gut, bis gleich.